Elrin, Gott des Waldes, Quelle allen Lebens. Er entließ seine Diener, die himmlischen Geister, auf die Erde. Er sprach: Ich bin der, der euch das Leben gab. Eine Zeit lang brachten sie Leben und Frohsinn in den Wald. Doch schon bald wurde der Wald vom Schicksal heimgesucht. Die himmlischen Geister erschufen ein Wesen nach ihrem eigenen Abbild. Elrim warnte sie: Das ist die weise Bestie und eines Tages wird sie die Versuchung über euch bringen. Ihr sollt euch nicht mit ihr einlassen. Die himmlischen Geister versprachen es und schenkten einem Geschöpf das Leben, das aussah wie sie selbst. Das war der Anfang der Menschheit. Die Zeit verging und der Wald wurde erneut vom Schicksal getroffen. Ein himmlischer Geist wurde von einer weisen Bestie verführt. Und damit war das Versprechen gegenüber Elrim gebrochen. Der Geist verlor seine himmlische Macht. Und das Kind von Mensch und Geist erwarb sie. Diese neue Macht bedrohte Elrim, weshalb er sie in Licht und Dunkelheit teilte. Wow. Das ist mal ein starkes Intro. Nun denn, nach längeren Überlegen, wie ich in dieses Spiel rangehen sollte, dachte ich mir einfach, ich mache eine Serie dazu. Also willkommen zu Tamamayo Monogatari, was übersetzt so viel bedeutet wie Jadekakon, die Tamamayo-Legende. Die Reihe soll eine Art Erfahrungsbericht darstellen, daher ich werde versuchen, eine subjektive Wahrnehmung mit Interpretation und Wissen in und drumherum darzustellen. Fangen wir doch mal mit den Umständen an, unter denen das Spiel die Welt betrat. Jadekakon war damals, als es im Jahr 1998 zum ersten Mal in der westlichen Welt erschien, nichts Besonderes mehr. Zur Erinnerung, Resident Evil 1 und Final Fantasy 7 kamen schon vor 1998 mit ihren vorgerenderten Hintergründen auf den Markt, die ebenfalls äußerst detailreich waren. Ebenfalls war schon Pokémon seit einiger Zeit auf dem Markt und war auch äußerst erfolgreich. Generell war das Jahr 1998 ein starkes Jahr für Videospiele, in dem auch viele neue Lizenzen aufgetaucht sind, um mal einige zu nennen: Spyro, Metal Gear Solid, Baldur's Gate, Medieval, Parasite Eve, Tenchu, Final Fantasy Tactics und es geht auch noch weiter. Deshalb hatte es Jadekakon von Anfang an richtig schwer gehabt, präsent zu werden und es versank auch dann relativ schnell in der Versenkung. Warum ich das generell erzähle? Nun ja, das Spiel selbst wurde auf dem amerikanischen Markt als Pokémon-artiges Spiel verkauft. Das stellt man vor allem fest, wenn man die Verpackungscover vergleicht. Mal von links nach rechts dargestellt das japanische, deutsche und das US-amerikanische Cover. Was auffällt ist, dass das japanische Cover äußerst schlicht gehalten ist und mehr auf den Grafikstil eingeht. Das europäische Cover hingegen rückt die Protagonisten eher in den Vordergrund, was auch völlig akzeptabel ist. Na gut, Mabus Kopf ist scheinbar das Ergebnis eines Großkopf-Cheats und ein bisschen zu groß für diesen kleinen spärlichen Körper, aber es ist noch im Rahmen des Akzeptablen, wenn man mal auch noch ignoriert, dass es im Grunde genommen ein bisschen spoilert. Und das amerikanische Cover? Nun ja, Monster in Bällen. Da liegt ganz klar der Sammelaspekt im Vordergrund. Um zufällig auch noch beim Hype mitfliegen zu können, den Pokémon verursacht hat damals. Wenn wir schon hier beim Vergleichen sind, auch die Hauptmenüs der Spiele sind verschieden. Das japanische geht in Richtung Mystizismus und einer Steintafel halt, der die Drachen der Finsternis und des Lichts darstellt. Das europäische hat einen Drachen der Feuerspuck, der übrigens nie im Spiel auftauchen wird. Und das amerikanische besitzt ein wunderschön buntes Glühwürmchen. Tatsächlich sogar schwanke ich zwischen dem amerikanischen und dem japanischen, da enttäuscht das europäische tatsächlich sehr. Da fragt man sich natürlich, warum man in Europa diese Änderung durchgenommen hat und ich persönlich glaube einfach, dass man, weil ja im japanischen auch ein Schriftzug dort steht, man einfach nicht mal das richtige Hintergrundbild hatte und deswegen Ersatz schaffen musste. Es gibt noch eine Änderung zwischen den drei Versionen, die sich in Form des Ladebalken ausdrückt. Im japanischen hat man ein Steinglühwürmchen, im amerikanischen hat man ein animiertes Glühwürmchen und im europäischen den besagten Drachen. Persönlich finde ich ja sogar das US-amerikanische besser, denn dieses Glühwürmchen sieht wirklich toll animiert aus. Und dann kommen wir mal zum eigentlichen Spiel. Das Spiel fängt sehr klassisch mit einer Prophezeiung an, und zwar mit dem Nagi-Propheten Gi, der uns den Spielern in einer vollen Synchronisation sagt, und das war übrigens früher nicht selbstverständlich, dass wir der Auserwählte seien, um die Nagi zu befreien, vor was auch immer. Diese tapfere Gestalt ist genau wie der Jäger sie in unseren Legenden beschreibt. Er soll bekannt sein unter dem Namen...
der Fluch darf nicht aufgehoben werden, bis wir alle die ewige Ruhe gefunden haben. Wir wählen also nun unseren Namen aus und kriegen noch ein bisschen kryptisches Gelaber von ihm, das wir eigentlich nicht entziffern können, wenn wir das Spiel zum ersten Mal spielen. Und das eigentliche Spiel fängt an mit einem schönen Sternbild und einem Flötenspiel. Das Fest des Vaters, das sorgengeflügelter Diener. Und so beginnt die Prüfung. Das Fest. Sie ist so angenehm, die Melodie des Kokonmeisters. Eines Tages wirst du ein Kokonmeister sein. Immerhin bist du der Sohn eines Kokonmeisters. So geht es nun mal. Und ich als eine Nagifrau werde deine Braut sein. Es wird schnell klar, dass dieses Spiel wirklich eine fast vollständige Synchronisation hat. Denn jeder wichtigere Charakter, in Anführungszeichen wichtig, hat eine eigene Synchronisation, was wirklich nicht selbstverständlich war. Es gab vielleicht einige Ausnahmen wie Resident Evil, okay, da kann man nicht wirklich von Synchronisation reden, zumindest nicht vom ersten Teil, aber zum Beispiel viele Titel haben bis zur PS2 wirklich gewartet mit vollständiger Synchronisation, zumindest im RPG-Bereich. Es wird uns Mabu vorgestellt und Louis. Mabu ist ein Nagi-Mädchen. Und sie ist sich ihrem Schicksal als solche auch bewusst und hat auch scheinbar auch hege Zweifel daran, ob sie das möchte. Sie wollte eigentlich mit unserem Protagonisten darüber reden, bis die kleine Rotznase sie unterbrach. Es wird auch das Gespräch verschoben, weil sie nicht mehr alleine sind. Nebenbei, ich hasse Louis. Nun denn, es gibt jetzt zwei Aktivitäten, die wir ausführen können. Wir können sofort fortfahren, was fast jeder Spieler tat, indem wir einfach nach Hause gehen, oder wir erkunden das Dorf, daher wir reden mit ein paar NPCs, die noch vorhanden sind. Diese haben jetzt in der Zusammenfassung eigentlich nur zwei Themen im Grunde genommen. Und zwar einmal Levans Vater Riketz und das morgige Fest. Levans Vater wird hat bis auf wenige Ausnahmen als recht negativ sogar empfunden, als Feigling, der das Dorf verließ und schließlich auch verstarb, ihrer Meinung nach. Deswegen sollten wir uns auch rasch nach Hause begeben und beten, damit sein Geist uns nicht heimsucht. Was an den Gesprächen generell auffällt, ist die Adaption des Rufes der Eltern und wie er die Meinung über die Kinder beeinflusst. In Japan scheint es häufiger Thema zu sein, dass man von den Eigenschaften der Eltern auf die Kinder schließt. Das ist auch eines der großen Themen von Jade Kokon, daher der auch noch heute herrschende Generationskonflikt zwischen den Menschen, wenn er auch in Deutschland mehr mit dem Wandel der Technik und der Werte zu tun hat, als tatsächlich mit solchen primitiven Vorstellungen von Erbe. Jetzt verschwinden wir jedoch mal nach Hause und reden mit unserer Mutter Fio, ebenfalls eine Nagi-Braut. Und hier wird auch schon klar, dass die Nagi-Frauen scheinbar zwangsweise mit den Kokonmeistern verheiratet werden. Jedoch wird erst später erklärt, warum dies zwangsweise nötig ist. Das Gespräch mit unserer Mutter lässt uns im Grunde genommen nur wissen, dass scheinbar der Vater noch leben könnte, zumindest glaubt sie das. Willkommen zu Hause. Heute ist eine ganz besondere Nacht. Wir heißen die Geister unserer Ahnen willkommen. Dein Vater könnte jedoch immer noch irgendwo dort draußen am Leben sein. Also brauchen wir ihn nicht zu begrüßen. Den Grund dafür nennt sie nicht wirklich. Das Gespräch ansonsten ist nicht wirklich fruchtbar, wenn man es genau nimmt, und wir sollten uns lieber schnell zu Bett legen. Dies führt uns auch gleich zu den verhasstesten Part. Traumsequenzen. Wilkins ist weggelaufen, oder nicht? Er ist davongelaufen, wie du weißt. Alles ist nur Hörensagen. Anscheinend hat ihm eine Nagenfrau sein Herz gestohlen und er hat sich davongebracht. Abgehauen. Sein Sohn ist noch so jung, viel zu jung, um Kokonmeister zu werden. Wirst du etwa auch weglaufen? Ich hasse die Traumsequenzen. Sie sind langweilig. Jedes Mal. Die Traumsequenzen dienen einem primären Zweck, und zwar sind sie sogar eigentlich relativ relevant für die Story, denn sie stellen die Versagensängste von unserem Protagonisten dar. Levan selbst glaubt nämlich nicht, dass er ein guter Kokonmeister wird. Okay, er hat zwar vergessen, wer ihn steuert und dass wir zwangsweise das Spiel beenden werden, aber egal. Es tauchen in den Träumen halt Mabu, Louis und Co. auf, die seine Ängste halt repräsentieren, und natürlich auch ein Fremder. Dieser Fremder ist tatsächlich sogar mal interessant. Er hat die Rüstung von Riketz an, wie man später herausfindet. Oder man schaut einfach auf das Spoiler-Cover von Europa, stellt also seinen Vater dar. Die Dorfbewohner meinten ja, dass die Seele der Toten ihn heimsuchen könnten.
Die Frage lautet nun aber, warum er in seinen eigenen Träumen verhüllt dargestellt wird. Was ebenfalls für den Vater spricht, ist das eigentliche Thema des Kampfes. Jeder der beiden Kämpfe im Spiel gegen diese Gestalt haben eigentlich das Kokonbändigen als Thema. Wir kämpfen quasi gegen unsere idealisierte Form des Kokonbändigers in Form von unserem Vater. Im Kampf gegen ihn selbst kann man nie auf legalem Wege wirklich gewinnen. Was in einem deutschen Aufsatz übrigens wahrscheinlich ein tolles Thema für eine komplette Stunde sein kann. Warum? Hier sage ich einfach mal faules Programmieren. Das ist übrigens ein guter Moment für eine kleine Videospielkunde. Es gibt diverse Videos im Internet, in der der Mann via Cheats mehr oder minder besiegt werden kann, indem man einfach Levans Level erhöht und ihm Item gibt, sodass er den Kampf gewinnen kann. Egal was man macht, man verliert immer. Die Endsequenz sieht immer gleich aus. Wir liegen am Boden und werden ausgelacht. Nennen wir es einfach mal die Agonie eines Cheaters. Ohne die Macht, ein magisches Geschöpf herbeizurufen, bist du für mich keine ernsthafte Bedrohung. Nur der Sohn eines Feiglings. Nun denn, wir wachen auf. Endlich. Leider wird es noch eine Traumsequenz geben, die werde ich dann aber im Schnelldurchlauf abhandeln. Nun können wir noch mit unserer Mutter reden, um sie um 20 Jahren leichter machen, oder sofort rauslaufen und werden Zeuge von einem Angriff der Onibubu, einem heuschreckenartigen Angriff der Götterdiener des Waldes. Die Animationen sehen gar nicht so schlecht aus den Augen der 90er. Es ist vor allem nicht gerendert, wie zum Beispiel die ziemlich gut aussehenden Sequenzen von FF8. Die wahrscheinlich sogar das Hoch der PlayStation 1 waren. Falls das tatsächlich die Dämonen sind, schwebt sie vielleicht in Gefahr. Lass uns gleich hingehen. Von geflügelten Insekten haben die göttliche Barriere durchbrochen. Und mehr Dialog. Bis das Spiel für uns tatsächlich beginnt, werden ca. 20 bis 30 Minuten vergehen, wenn man sich alles anhört. Was ich übrigens zumindest einmal empfehle, denn die Synchro ist wirklich gut. Der Bürgermeister Grota, seine Beraterin Jibara und die alte Schabracke Garai bereden die derzeitige Situation des Dorfes und diese ist prekär. Die Onibubu haben trotz ihres Eingreifens viele Dorfbewohner in einen nicht endenden Schlaf gebracht. Quasi wie Smadbos mit Schlafspore. Laut Garai werden diese aber sterben, weil es kein Heilmittel gibt und sie nun ewig schlafen werden. Garai glaubt nicht, dass die Geister des Waldes es alleine geschafft haben, die Barriere zu durchbrechen, sondern dass Menschen etwas damit zu tun haben könnten. Leider wird dieser Plot nicht wirklich direkt weiterverfolgt. Generell wird nie erklärt, warum die Onibubu überhaupt durchkamen. Nach ein paar Anschuldigungen von Jibara gegenüber Garai wird irgendwann ein Mythos eingebracht bezüglich eines Heilmittels, dem Kalabaskraut. Und dass natürlich Kokonmeister die Lösung aller Probleme seien. Kurzum, Mabu und Levant werden vermählt und wir nun endlich Kokonmeister. Garai, wir müssen den Heiligen Bund stattfinden lassen. Wir Nagi sind dazu geboren, mit den Kokonmeistern zusammenzuleben. Mabu dürfte nichts dagegen haben. Es dient allein dem Wohle von Syrus. Wir sind bereit. Gemäß der Tradition führe ich jetzt die Zeremonie für den Heiligen Bund durch. Seid ihr beide bereit?
Während der Hochzeit hat Garay irgendwie gelernt, mehkehlich zu sprechen und zack, verheiratet. So schnell geht das. O Elrim, du Gott des Waldes, o Wald, der du Mutter für alle bist. Es wird auch gleich gegenüber uns erwähnt, dass das Reinigen der Monster nur knapp ihren ganzen Körper zerstört und sie fürchterliche Schmerzen erleiden lässt und naja, Levant wird hin und wieder ein bisschen gemobbt. Beide erleiden also fürchterliche Konsequenzen dadurch, dass sie nun Nagi Braut und Kokonmeister geworden sind. Fair. Es wird darauf später noch einmal eingegangen, weil dieses Faktum interessant ist und auch zu einigen Plots führt. Die Entzündungen an ihren Körpern sind Nebeneffekte, die bei der Reinigung des Kokons auftreten. Man bezeichnet sie im Allgemeinen als Fluchbrand. Im ungünstigsten Fall kann sogar der Tod die Folge sein. Nach all dem Rummel endlich heißt es ein bisschen ruhige Zeit. Mabu und Levant reden ein wenig. Übers Erwachsenwerden, über die anderen Erwachsenen. Alles auf ihre Art haben. Darum kann ich sie nicht ausstehen. Aber es ist schon seltsam, oder? Warum können ausschließlich die Nagi-Frauen die Reinigung durchführen? Mutter Garay sagt, es sei göttliche Macht. Aber wie es scheint, denken die Leute im Dorf anders. Und Louis nervt wieder. Wer spielt mitten in der Nacht so schrecklich auf der Flöte? Hey! Pass auf, dass du da draußen nicht lebendig gefressen wirst! Du Supermann! Aber ich glaube, niemand hat mehr Angst als Mabu. Du bist ein solches Ekel. Du schaffst es, dass ich gleich ausraste, du kleiner Bastard. Bis morgen. Wille warnt auch mal absolut keine Miene verzieht. Wieder zu Haus und Traumsequenz. Es passiert nämlich exakt dasselbe wie im letzten. Mann, ich mag die Traumsequenzen wirklich nicht. Nach einer Einleitung von Garay über die nächsten Ereignisse sprechen wir noch ein wenig mit Mabu. Mabu selbst hat sogar ein ernstes Anliegen, denn sie macht sich Sorgen um uns, was mit uns passiert, wenn wir im Wald sterben. Wenn man genau darüber nachdenkt, macht sie sich eigentlich nicht um uns Sorgen, sondern um sich selbst, denn als verwitwete Nagi-Braut hat man eigentlich keinerlei Rechte, wie man an der Mutter von Levant eigentlich gut erkennen kann. Was soll nun aus ihr werden? Das hat sie natürlich scherzhafterweise gesagt, aber eigentlich ist dort eine reale Angst dahinter. Und hier endet Episode 1. Seid dabei, wenn wir in der nächsten Folge das Dorf weiter erkunden, in den ersten Wald hineintreten und wahrscheinlich das coolste Tutorial zur damaligen Zeit durchnehmen.